Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich immer mit meinen Handschuhen hier. Ich nehme mir mal gleich welche mit. So, und zwar habe ich schon mal was vorbereitet. Hallo erstmal. Ich habe die einzelnen Farben schon mal angemischt, außer Gelb. Das heißt, wir machen jetzt bei jedem Pouring-Medium, mischen wir gemeinsam mit der Farbe Gelb an. Ich habe schon mal Blau und Pink vorbereitet. Und zwar zeige ich euch das gerade mal. Und zwar ist das hier Liquitex. Mal so im Vergleich. Das ist das Blau. Da müssen wir vielleicht noch mal was reinmachen. Gucken wir mal so von der Konsistenz. Fließt aber so schon mal ganz gut. Ich denke mal, so könnt ihr das sehen. Also das ist Liquitex. Machen wir gleich das Gelb. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Das hier ist von Solo Goya. Das merke ich jetzt nur. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es ist von der Konsistenz her eher wässrig. Ja, von der Farbe her eigentlich ganz gut im Vergleich. Das machen wir mal so. Ich zeige euch dann nämlich mal was. Dann habe ich hier von Viva das Pouring Medium getestet. Ne, dass wir ja nicht durcheinander kommen. Also angerührt. Das ist von der Konsistenz her sehr geschmeidig, sehr homogen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der Farbton, es ist etwas aufgehellt. Hiervon, ne? Dann habe ich von Obertroll das Fluetrol. Das ist im Vergleich zu den anderen recht dickflüssig gewesen. Man sieht jetzt hier, dass sie, naja, vielleicht noch mal ein bisschen besser rührt. Es zerreißt ein bisschen. Es fließt nicht so honigähnlich. Es ist ein bisschen, ja, dünn. Dann habe ich das von Schminke hier. Das, wenn man schon so rauszieht, läuft sehr homogen. Also das von der Konsistenz her Schminke schon mal sehr schön. Auch die Farben sind eigentlich so identisch. Dann habe ich hier eins, das habe ich, ich weiß nicht, ob es in diesem einen Euro-Laden gibt. Das habe ich jedenfalls im Aldi mal mitgenommen zum Ausprobieren. Und das ist das hier. Nochmal wieder ein bisschen Platz machen, damit ihr das seht. Seht ihr den Unterschied? Jetzt kommt ein bisschen was. Aber trotzdem, es reißt, es tropft. Das heißt, die Spannkraft ist nicht so gegeben. Es ist nicht wirklich ideal. So, dann haben wir noch hier den, wie gehabt, den Vinylkleber von Gerstecker Artist Junior. Ist eigentlich von der Konsistenz her ganz okay, wirklich. Aber seht ihr, dass das viel heller ist, wie jetzt hier zum Beispiel von Schminke. Also es nimmt von der Farbe weg, der Vinylkleber. So. Oh oh. Jetzt bin ich doch verwirrt. Hä? Achtung. Genau. So, dass wir da jetzt nichts durcheinander bringen. Das war genau. Viva. Und da haben wir Solo Goya und da hinten Liquitex. Schminke. Muss ich gerade mal gucken. Jawohl. Also ich muss sagen, bis jetzt, vom Anrühren her, war Schminke nicht schlecht. Ah, und dann habe ich hier das noch. Das ist, ist aus dem Programm genommen worden. Das war damals für die Blumentechnik wohl angedacht. Zum Testen. Jetzt hatte ich, das hat nicht funktioniert, noch da. Dachte ich, kannst du ja als Pouring-Medium nehmen. Erstens mal riecht es unheimlich stark. Nicht, dass man sagen wird, es wird stinken. Jetzt guckt euch mal die Farbe an. Es tropft, es tröpfelt. Ich habe da kein Wasser dran, nix. Und es ist, dieses schöne Blau ist weg. Und jetzt sieht man hier bei dem Grün, dass das, warte mal, erstens mal dünn. Es löst sich nicht richtig auf. Da sind kleine Brocken drin. Also das Pink war nämlich alle gewesen. Da musste ich das Grün nehmen. Das sieht man das aber bei der hellen Farbe.
Und bei dem Blau bröselt das auch so. Jetzt rühren wir noch mit den einzelnen Poringmedien die Farbe Gelb an. Das ist ja, natürlich mache ich das nach Gefühl. Wir wissen, dass das eine honigähnliche Konsistenz haben muss. Ja, wir fangen mit Liquitex an. Ich lege mal das so zur Seite. Und zwar Gelb nehmen wir von Atina. Ich habe das Blau genommen hier von Lukas. Und mein Lieblings Tagesleucht Magenta auch von Lukas. Und wir nehmen jetzt hier noch Gelb von Atina. Und dann testen wir das mal. Ich denke mal, das lenkt. Können wir jetzt immer alle Becher gleich machen. Ich habe irgendwie motorische Schwierigkeiten, scheint mir. Ups, oh, das ist zu viel. Oder? Nee, das lassen wir. Aber also sie sind alle unterschiedlich in der Konsistenz, die Poringmedien. Und von daher muss man da auch immer ab und zugeben. Und selbst die Farben sind ja unterschiedlich in ihrer Konsistenz. Selbst wenn es von derselben Firma ist, kann das passieren, ja. Also da muss man schon ein bisschen Erfahrung, beziehungsweise mit der Erfahrung kommt auch das sicherere Gefühl dann dazu, wie man das am besten anmischt. Selbst ein Rezept ist nur ein grober Anhaltspunkt, aber das findet ihr ja auch in meinen Tutorials, inklusive Rezept in den Texten. Und auch in der Facebook-Gruppe findet ihr das. So. Und hier noch. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne gucken. Ich gebe auch wieder Workshops, einmal im Poringmedium inklusive Blooming, Blumentechnik, aber auch für Alkoholink. Da steht nächste Woche einen an. Und Poring-Kurs ist in Planung. So, fangen wir mal an mit Liquitex. Gucken wir erstmal. Also es ist Liquitex hat so eine mittlere Konsistenz. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch schon so beim Anrühren. Da würde ich jetzt noch ein bisschen dazugeben. Aber auch ein bisschen Wasser. Weil Athena ist schon ziemlich dick, auch von der Farbe her, von der Konsistenz her. Da brauchen wir einfach ein bisschen Wasser. So. Sieht das schon mal gut aus, ne? Ja. Also, das ist Liquitex. Jetzt nehmen wir hier Solo Goya. Dann gehen wir auf. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt mal machen, weil immer wieder die Frage aufkommt, was ist das Beste? Wobei der eine besser damit klarkommt. Hier seht ihr, das sieht aus, als würde die Farbe in Fasern zerlegt. Also als würde die Farbe zerstört werden. Wie so Spinnfäden. Aber durchs Rühren kriegt man das dann auch wieder hin. Aber tun wir noch mal ein bisschen rein. Ich denke, da müssen wir mit Wasser gleich arbeiten. Hoppala. Entschuldigung.
Das merkt man schon beim Rühren. Seht ihr, dass das keine schöne homogene Masse gibt? Bisschen Wasser rein. Das ist mir auch vorhin schon beim Anrühren der anderen beiden Farben aufgefallen. Fließt nicht so dolle. Noch ein bisschen Wasser. Jetzt kommt's. So ein bisschen. Brauchen wir noch Wasser. Weil es muss ja schön fließen. Es soll die Farbe ja optimieren. Naja. Fließt, aber leicht wässrig. So. Hier nehmen wir jetzt das von Viva. Das ist auch ein bisschen dicker. Lässt sich ganz gut verrühren. Fließt sogar, aber da brauchen wir auch ein bisschen Wasser, damit es ein bisschen dünner wird, ne? Für die Basis habe ich Vinylkleber verwendet für Schwarz und Weiß. Ja, es läuft. Also fühlt sich jetzt von der Konsistenz her eigentlich ganz gut an. Nicht so wässrig wie jetzt das Solo Goya. Und jetzt kommt das Fluorotrol. Das ist recht dickflüssig, ähnlich wie der Vinylkleber. Da werden wir also auch Wasser noch zugeben. Seht ihr, das ist einfach zu dick. Brauchen wir Wasser. Ich bin mal gleich gespannt, wie sich das auf der Leinwand machen wird. Wir da wirklich große Unterschiede feststellen werden. Da brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Ja, es kommt. Ja. Das ist immer noch ein Ticken zu dick. Wir wollen ja normalen Flipcup machen und keine Blumentechnik. Da können die Farben dann auch schon mal ein bisschen dicker sein, ne? Okay, das ist das Fluorotrol. Jetzt machen wir die Schminke. Oh, jetzt habe ich den Deckel ganz abgerissen. Ich sage ja, meine Motorik stimmt das nicht. Lässt sich also auch gut verrühren. Nur brauchen wir noch ein bisschen. Na, geht so. Da brauchen wir auch Wasser. Weil es zu dick ist sonst. Aber es zersetzt sich nicht, die Farbe. Also Schminke scheint mir bis jetzt hier so vom Anrühren her sehr gut zu sein. Man sieht es dann auch, die Konsistenz. Das heißt beim Rausführen schon. Ein Ticken Wasser kann man noch machen. Jawohl.
jetzt die Sache aus dem Aldi. Ist recht dünnflüssig, wirklich. Sehr. Ui. Aber ordentlich rühren. Und da sieht man zum Beispiel, das macht was aus, welches Poringmittel ich nehme. Das ist auch wieder ganz oft so ein Problem oder was Fragen kommen oder alle dran verzweifeln, weil sie Klümpchen in den Bildern haben. Manche Poringmedien, Mediums, merkt ihr, oh, das ist so dick hier, dass es überhaupt nicht fließt, beziehungsweise die Konsistenz ist schon, ne? Obwohl es so dünnflüssig ist. Wir geben gleich nochmal Wasser dazu, um es zu optimieren. Aber man merkt beim Rühren, dass sich da Klümpchen bilden. Und das liegt an den Materialien. Deswegen würde ich nicht... Merkt ihr was? Das könnte ich jetzt auf Leinwand streichen, aber nicht gießen. Man muss nicht immer das Teuerste nehmen. Aber das Günstigste ist auch nicht immer zu empfehlen. Ja? Da merkt ihr was? Das, ich kriege hier keinen Fluss hin. Das fällt fast wie kleine Steine oder so Lehmbrocken wieder zurück. Und da brauchen wir noch was, sonst fließt es nicht. So, dann gucken wir mal, dann lassen wir das jetzt. Das ist auch Tropfen. Nicht optimal. So. Und nun kommt hier nochmal unser Winkelkleber zum Tragen. Ich mache nochmal ein Drittel Farbe, zwei Drittel von dem Vinylkleber. Da brauchen wir aber auch was. Fließt schon, aber ich denke, da kann man noch einen Ticken Wasser dran geben. Aber merkt ihr diesen Unterschied jetzt gerade schon zu diesem vorherigen Poringmedium? Ist das schon einmal zumindest schön im Fluss? Jawohl. So, einen haben wir noch. Das ist der hier. Seht ihr, das ist wie Wasser. Ich nehme da jetzt auch mal nicht so viel. Seht ihr, dass da Klümpchen sind? Könnt ihr das sehen? Gut, ich rühre jetzt nochmal ordentlich. Was ist das denn? Wegbekommen. Den kleinen Klümpchen noch drin. Also ich kann sie sehen, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Da sind kleine Klümpchen drin. So, das war das. Das ist das. Und das Grün nochmal aufrühren. So. Jetzt würde ich sagen, kann es losgehen, ne? Dann machen wir mal einen Flipcup auf die jeweiligen. So. Dann fangen wir an.
sagen, dann fange ich den Text an. Ne? Ja. So. Da ist dann der nächste drin. Das nehmen wir jetzt auch. Da gebe ich jetzt erstmal ein bisschen Gelb rein. Ich gebe normalerweise immer eine schöne Farbe, Blau. Noch mal ein bisschen Gelb, kann dann grün werden. So, noch ein Ticken Blau. Ohne Silikon, ohne irgendwas. Damit es sich schön fließen lässt, machen wir das drumherum. Man hätte auch vorher schon die Leinwand mit Weiß bearbeiten können, muss man aber nicht. Ich mache das gerne mal so, weil ich das ja drauf kippe und dann habe ich nicht alles schon an den Fingern. So. Jawohl. Wow! Allein im Becher sieht ja schon mal cool aus. Seht ihr, was das sich für... Hammer! Hammer! Sehr cool. Ohne Silikon. Ohne irgendetwas. Das hier ist jetzt mit Liquitex angerührt. Jetzt können wir ein bisschen schwenken. Hammerfarben. Eigentlich schon fast ein Ticken zu viel Farbe gewesen. Aber das macht nichts. Und ihr seht jetzt, hätte ich es gelassen, hätte ich weniger Farbe gehabt vorhin, hätte ich die Zellen hier außen stehen lassen können. Dadurch, dass ich geschwenkt habe, habe ich mir die natürlich jetzt weggeschwenkt oder zerrissen. Das macht aber nichts. Ihr seht, kommen da schon wieder welche durch. Dann gehen wir gerade nochmal mit dem Planer drüber und gucken, was passiert. Also die Fließeigenschaft ist super. Die Farbbrillanz auch. Also das Liquitex unterstützt die Farben. So, und da tut sich sogar noch was. Ist der Becher nicht toll? So, und trotzdem können wir das Bild ja schön haben.
So, dann legen wir das mal auf die Seite. Und der nächste kommt. Und zwar mal, jetzt haben wir, den machen wir zum Schluss. Jetzt machen wir Solo Goya. Das machen wir natürlich alle genau so. Da kommt jetzt auch ein bisschen Gelb rein. Dann nehmen wir Blau. Noch mal ein bisschen Gelb. Also da vermischen sich die Farben im Becher schon. Sehe ich aber auch, wie sich kleine Zellen bilden. Bei dem Liquitex konnte man die Farben besser schichten auf dem, also im Becher drin. Hier ist auch einfach die Konsistenz etwas dünner. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie geregelt bekommen hier mit dem Platz. Wow. Auch hier bilden sich schon gleich Zellen. Super. Kann der sehen, wie sich da noch was? Aber im ersten Moment, wie sich die Zellen bilden, hier dieses, ne, Reißen, sich abgrenzen, verschwindet das auch gleich wieder. Also sie sind nicht schön abgegrenzt, die Zellen. Da geht es einfach darum, dass es jetzt besser schwenken lässt. Es hat hier solche fraktalen Ausbrüche. Also von der Konsistenz her gefällt mir das nicht ganz so gut. Es ist nicht homogen, es ist zu dünn, es verläuft viel mehr ineinander als das Liquitex. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Ja, gut. Das ist Nummer zwei. Lassen wir mal so zur Ruhe kommen. So, jetzt nehmen wir Viva Dekor. Das hier. Auf das Pink. Und das ist auch dickflüssiger. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen Wasser noch reinmachen. Ja. Genau. Trotzdem kann man das auch besser schichten als das Solo Goya. So. Und lassen wir uns überraschen. Nicht wackeln, Sandra. Da bilden sich schon kleine Zellen. Sehr putzig.
So, warten noch einen Moment, ihr könnt das sehen, wie sich das rausdrückt und schon kleine Zellen sich bilden. Jetzt können wir mal lüpfen. Wichtig ist ja auch immer, dass diese, wow, sieht ja schon mal cool aus, diese Strukturen auch bleiben. Also wenn wir so schöne Zellen haben, dass die dann auch nicht wieder verschwinden. Jetzt warten wir hier auch nochmal einen Moment. Hier sehe ich aber auch schon, was sich da zwar erst schön bildet, aber schon wieder am Verschwinden ist. Seht ihr auch hier, wo zuerst schöne Zellen waren, die halten nicht. Kann jetzt auch mal vorsichtig schwenken. Nützt aber wenig, weil man schon sieht. Also ich sehe das, wie sich das hier, das ist, grenzt sich nicht schön ab. Mag zwar ein netter Flow sein, aber auch wirklich nur nett. So, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Also, ich sehe sofort, dass das eigentlich Mist ist. Also mir gefällt es nicht. Es ist zwar nett, aber das ist auch schon alles. Aber wir warten noch mal. Gucken wir mal. Das hilft. So, dann kommt das mal da auf die Seite, damit wir das nachher noch zuordnen können, ne? So. Und das nächste. Nächste ist das Flow Troll. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was euer bevorzugtes Pouring-Medium ist, von welchem ihr begeistert seid oder was ihr bislang ausprobiert habt oder immer noch dran verzweifelt. Das würde mich mal interessieren. Da können wir uns ja mal austauschen. Gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare reinschreiben. So, das Fluidrol. Kommt ein bisschen Gelb rein. Haben wir da das Blau. Und noch mal ein bisschen Gelb. So. Das ist das hier jetzt. Ich finde das ja immer schön, wenn es denn so bleibt, ne? Ja, ist das cool?
Ah, da kommen noch Zellen durch, sehe ich gerade. Wo ist mein weißes Fläschchen? Einfach. Könnt ihr einen Unterschied feststellen? Ich hoffe schon. Machen wir noch ein bisschen. Das ist so ein ganz anderes Bild. Machen wir noch die Ecke. Also, das ist bis jetzt mein Favorit. Weiß ja nicht eure Meinung. Die werdet ihr mir bestimmt dann kundtun gleich. Wow. Super. Erste Hälfte haben wir geschafft. Jetzt kommt Schminke. Sauerei. Wo haben wir es? Genau. Also wieder gleiches Spiel. Da machen wir mal Geld drauf. Ist auch recht dünn, muss ich sagen. Pink, blau. Und blau. Und noch ein bisschen blau, Mama. Achtung. So. Neues drumherum. Und wir warten einen kleinen Moment. Ja, wo läuft es denn hin? Ist also sehr dünn. Es hat aber das Bestreben, sich auszubreiten, extrem. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. So dünn war das in dem Becher gar nicht. Sehr merkwürdig. Also, es macht sich selbstständig. Es hält nicht schön die Form.
So wie jetzt das Fluidrol zum Beispiel, dass man da lenken kann. Keine Chance. Ich meine, es kommt mal drauf an, was man machen möchte. Aber wie gesagt, das ist ja grausam. Das ist ja wie Wasser. Da habe ich gar keine. Ne so. Okay. Machen wir das Teil aus Ali. Ach, das war auch so eine dünne Sache, ne? Auch wie Wasser das Zeug. Man könnte jetzt sagen, nimm mal mehr Farbe, aber manchmal macht das einfach, da merkst du schon von der Konsistenz her, das macht keinen Sinn. Weil es ist nicht einfach nur dünn. Wie soll ich euch das beschreiben? Man sieht regelrecht, wie sich das wieder trennt voneinander, Farbe und das Medium. Und das ist wahrscheinlich das, woran viele verzweifeln. Ich habe dieses günstige Medium vorher auch noch nie so ausprobiert. Von daher konnte ich da auch nicht wirklich mitreden, oder deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt mal einen Test machen und mal gucken. So. Achtung. Das ist jetzt das aus dem Aldi. Das sieht man auch schon wieder. Seht ihr das, wie das Mist? Da kommen jetzt ein paar Zellen, aber ich sehe, als würde Wasser nochmal sich trennen, also wirklich Flüssigkeit von Farbe trennen. Das seht ihr jetzt auch gleich, wenn ich. Seht ihr das? Und wie schwammig das hier schon oder schlammig. Oh Gott, das ist wirklich wie was. Es wird noch mal dünner auf der Leinwand, als es im Becher war. Grausam. Also sowas. Versucht sich über das Weiß durchzudrücken. Ich meine, man kann trotzdem versuchen, noch was Hübsches rauszukriegen. Aber es macht keinen Spaß, wenn man weiß, dass es anders gehen kann und besser ist. Finde ich. Ist natürlich Geschmackssache. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass hier die Leinwand durchkommt und wenn sich das so gießen lässt. Das ist definitiv zu dünn. Naja, so. Ist ja ein Test. Jetzt kommen wir zu unserem altbekannten Vinylkleber. Was ich da festgestellt habe, grundsätzlich, dass der schon manchmal ein bisschen an Farbe frisst. Manchmal können die Farben nicht ganz so dolle sein, dass die ein bisschen, wie soll ich sagen, an Farbintensität verlieren. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Wasser. Ja, dass ich mir da jetzt auch zu dünn mache. Aber wir gucken, ne? Jetzt. Okay. Also. Gelb, blau und noch mal ein bisschen gelb und ein bisschen blau haben wir noch drauf. So,
Anlüpfen. Mache ich gerne so. Wow, auch wieder super. Und alles ohne Silikon. Guckt euch das an. Und das ist zwar eine günstige Variante, aber von den günstigen immer noch wirklich die beste. Denke mal, da stimmt er mir zu, oder? So, warte mal. Und zu dünn ist einfach nichts. Und noch die Ecke. Natürlich kann man das jetzt noch optimaler machen, aber es auf die Schnelle einfach mal zum Testen. Super. Super. Ich zeige euch das nachher gleich nochmal im Anschluss. So, wir kommen zum letzten Finale. Also das Beste bis jetzt, finde ich, ist das Fluetrol. Dann die Vinylkleber. Warum komme ich denn nicht in diese Handschuhe rein? Dann Liquitex. So, wo haben wir denn das andere? Ah. Ja, da ich da ja kein Pink hatte, haben wir Grün genommen. Das ist ein Brocken, dünn wie Wasser. Wir gucken mal. Blau. Aber ihr ahnt wahrscheinlich, was kommen wird. Mehr brauchen wir gar nicht. Boah, das riecht nicht gut. Wir warten und warten und warten. Seht ihr, wie das da, das wie Wasser. Das kann gar nicht die Form behalten, so dünn wie das ist. Auch hier hast du hier so fraktale Ausbrüche. Oh, guck mal. Im Vergleich zu dem Wein. Und da haben wir dann auch Brocken.
Eigentlich kann man sich das jetzt auch sparen. Da hast du schon unterschiedlich, weil da das Weiß viel dicker ist und von der Konsistenz her eine ganz andere Sache. Da hast du unterschiedliche Höhen auf dem Bild schon. Ach, so einen Unsinn hatte ich auch noch nicht. Nee. Wenn keiner dann Erfahrung hat, der verzweifelt damit. Der macht alles, wie es im Internet steht, wie sie alles sagen, und es funktioniert nicht. Und dann verliert er die Lust dran. Das liegt aber am Material. Ne? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 haben wir getestet. Also mein Fazit ist definitiv Fluoretrol das Beste. Dann kommt der Vinylkleber. Hier Liquitex ist auch noch super. Und ich zeige euch jetzt nochmal die einzelnen Bilder von der Nähe. So, guckt mal. Das hier ist Liquitex. Das hatte auch ein paar Zellen, hat sich aber dann auch aufgelöst. Im Gegenzug kommt jetzt hier, da sind die Farben einfach ein bisschen kräftiger. Das ist das Solo Goya. Allerdings, wie ihr seht, haben sich hier so dieses Weiß durchgedrückt. Das ist nicht, also finde ich jetzt hier nicht so toll, ne? Gut, das ist das. Dann ist das hier Schminke. Das ist ein netter Flow, so. Dann haben wir hier, das ist dieses, und es läuft noch, das wird also noch weglaufen, das wird nicht so bleiben. Dieses Puring, wie heißt denn? Nochmal, Perfekt Puring heißt das, genau. Hier haben wir, schau dir mal selber, das ist ein Vinylkleber. Also ganz nett, ganz toll. So, und jetzt ist mein Favorit Fluoretrol. Nicht das australische Fluoretrol, das ganz stinknormale. Ist das nicht hübsch? Und es ist immer noch so, es ist auch geblieben. Das ist jetzt, da haben wir, das ist, hat auch was von Viva. Dann das Boring-Medium. Ist aber so klein, so grisselig. Also keine schön abgegrenzten Zellen, so wie jetzt hier zum Beispiel. Oder auch der Flo, oder das sogar ein großes Netz haben wir hier. Also gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt. Also, bis gleich, ciao.